Unerträgliche Vorstellung, wenn man zahlt und finanziert wird Unternehmen von uns allen. Eine zweite
Dieses Land ist hervorragend damit gefahren, eine breite und gut funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Die Privatisierung sei mir für die letzten drei Jahrzehnte waren zahlreich und endlich auch erfolgreich. Und heute haben die städtischen Betriebe voller Stolz gesagt, 125 Jahre organisieren wir die Abfallwirtschaft in Stuttgart. Wir sorgen dafür, dass diese Stadt sauber ist, mit einigermaßen anständigen Arbeitsbedingungen auch wenn die Arbeit hart ist. Und ich will nicht, dass die dann dazu führt, dass diese Kolleginnen und Kollegen in Billiglöhne landen, sondern ich will, dass sie in 100 Jahren dort stehen können und wieder stolz auf ihre Arbeit sein können. Bestätigt wird in diesem Netz ein Gutachten, dass eine weitere Privatisierung droht und dass man versucht, dieses Gutachten unter dem Teppich zu halten und nicht zu veröffentlichen. Bürgernähe, Transparenz, Herr Ministerpräsident, schaut anders aus, das Gutachten sagt, Sie müssen gegen CETA bitten einstimmen, nichts anderes. In der Wirtschaft soll die Art von Beseitigung der Zwangsarbeit, soll Verbot und Beseitigung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit und das Vereinigungsrecht soll sichergestellt sein. Und ich finde, es ist ein Skandal, dass die USA sich davor drücken, diese Normen zu ratifizieren. Sie haben 6 der 8 Körperarbeitsnormen nicht unterschrieben. Und ich finde, es kann doch nicht sein, dass Sie ein Abkommen mit jemandem machen, der die elementaren Arbeitnehmerrechte nicht akzeptiert. Und ich will unter Gewerkschaften in Frage stellen, dass diese Normen nicht akzeptiert werden. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, denn wenn man sich das von sehr humorvoll aufgenommen, was dieses 0,5% Wachstum mehr bedeutet,